So, und weiter geht's mit weiterem Part von Pokémon Heart Gold. Es stand ja zur Debatte, dass ich irgendwie das Projekt hier abbrechen sollte. Da ich einfach irgendwie keine Lust mehr habe auf das Spiel. Aber ich weiß, es war eine blöde Entscheidung, aber ich mache einfach mal weiter mit diesem Projekt, weil ich habe eine gute Resonanz bei diesem Spiel. Und ja. Wir haben uns ein Ziel, den nächsten Orden zu schnappen, wie immer. Wird aber etwas schwerer, weil die nächste Arena ist eine Geisterarena und da ist ein Giratina sehr hilfreich. Deshalb trainiere ich es ein bisschen. So. Jetzt kommt ein Trainer, der hat einen Tangler. Den besiege ich jetzt auch einmal. Olga! Der Name gefällt mir. Zu guten alten Liederzeiten war der Name gang und gäbe. Ui. Jetzt penne ich auch noch. Wie schön. Dass Schlafbruder überhaupt mal getroffen hat. Mein Gott. Wie Schlitze abgezogen hat, wie viel auch. Nein, ich möchte nicht deine Nummer haben. Denn die Items, die ich schon hier bekomme, die sind alle zum Kotzen. Ich bin Vorrat vom Blumenladen, jo. Habe ich überhaupt die Schickikanne genommen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Guck ich mal nach. Kurzen Augenblick. Hm, Bälle. Ich finde Bälle, ich weiß. Ja, die Schickikanne habe ich. Das ist mir jetzt eigentlich scheißegal, ob ich jetzt das Mogelbaum fange oder nicht. Es wird eh nicht in mein Team reinkommen, weil Mogelbaum scheiße ist. Ganz einfach. So, das wilde Mogelbaum ist auf Level 20, wie ihr sehen könnt, und ja, jetzt greife ich es einfach mal an. Werfe einfach mal ein paar Bälle, vielleicht bleibt es drin, vielleicht auch nicht. Ja, super, ist paralysiert, dann muss es eigentlich schon drin bleiben. Jetzt muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen, da Feuer-Odin ja auch gegen Drachenattacken sehr effektiv sind. Gegen Drachen-Pokémon. Mogelbaum kann die Attacke jetzt durch Mimikry. Aber nur für den Kampf. Fußkick kann natürlich nicht nichts abziehen, da ja mein Giratina noch Geistkick ist. So, und Mogelbaum wurde gefangen. Ich werde es aber nicht mein Team mitnehmen, da es nicht gut ist, finde ich. Es gibt da schon bessere Gesteins-Pokémon, finde ich. So. Und weiter geht's. Die Straße ist hier jetzt wieder frei. Aber jetzt bekomme ich von diesem Mädchen ein Pflanzset und auch einige Beeren zum Start. Der Pflanzset ist eigentlich dazu da, um dort Beeren einzupflanzen. Weil im normalen Spiel gibt es dort keine Stellen, wo man Beeren einpflanzen kann, wie zum Beispiel Vorgänger. Deshalb hat man einfach ein mobiles Ding dabei, wo man halt seine Beeren reinpflanzen kann. Und naja, ist halt ein bisschen praktischer, als wenn man überall hinfahren muss und sich dann die Beeren zu sammeln oder so eine Art. Und jetzt kommt der Doppelkampf gegen die Zwillinge namens Lara und Lea. Voltilam und Meryl.
Und das ist jetzt ein Giratina und Taubsi auf die Scheiße. Taubsi. Bin ich gespannt, wie lange es den Kampf. Wie lange es den Kampf überhaupt standhält. Das machen wir es ja nie. Weil die sind immer so, die greifen uns jetzt die Schwächeren an. Ich wette, das wollte ich glaube ich jetzt Taubsi angreift. Nein! Also wie dumm kann man nur sein? Echt jetzt. Dasselbe doch von vorne, nur diesmal ein anderes Ziel. Und der Kampf ist gewonnen. Kein Level Up für Taubsi, wie schade, aber das ist ja egal. Und wir haben einen Missingo. Den beheben wir jetzt sofort, weil ich muss eh mein Team ein bisschen verarbeiten. Und zwar werde ich meinen Feuerriegel an, Quatsch, meinen Iglava an zweiter Stelle stellen. Denn es kommt noch ein Doppelkampf und da hat es etwas mehr an sich, denn die haben, wenn ich mich recht täusche, nur Pixies und Knuddelufs dabei. Also von jeder Sorte dreimal oder ne zweimal. Da hilft leider die Unheilböen überhaupt nicht. Da helfen sie überhaupt nicht, weil diese Normal-Pokémon. Haben sie noch Partiekraft meine Werte erhöht? Nein, das ist scheiße. Und deshalb muss ich mal weiter mit Feuerhose angreifen. Oder doch mit Antikraft. Jetzt muss ich auch noch die ganze Zeit Antikraft einsetzen. Das kann ich anders so. Das kann ich überhaupt nicht mehr angreifen, wenn ich mich täusche. Ja. Null Runde für Giratina. Das heißt, es muss verzweifeln. Sehr gute Kombo, muss ich sagen. Aber das Haus ist fast selbst von dem Banken und so weiter. Ah, super. Fahr zur Hölle, du Schlein. Ja, sind das so Spaß, dies? Mann. Der Rückstoßschaden ist bei Verzweifler enorm. Und ich wusste es, kann er ja nicht angreifen. Das Spiel macht mich wieder, tut mich wieder verarschen. Aber super, ich wollte tauschen und ich klicke mal auf Kampf. Fail. Oh, wait. Boah, ich hasse diese Liebe. Da im Pokewiki steht, dass es eine Chance hat, von 50 zu 50, dass es eine Attacke einsetzt, aber das glaube ich ja weniger. Wo eher 90 zu 10. Aber jetzt tue ich mal ein bisschen übertreiben, denn jetzt werde ich ein Pokémon einsetzen, das normalerweise nicht mein Team ist. Ich werde einfach mal das Arthus einsetzen, weil ich bin ein bisschen sauer jetzt. Ich möchte mal den Kampf jetzt mal gerne hinter mir haben. Boah, du scheiß Vollrioauer, wieso greifst du nicht an? Wenn man eine Frau liebt, dann muss man dir auch eine Backpfeife geben, also mach mal. Nee, warte andersrum. Also muss es klappen. Na, Flammrad geht ja nicht. Also, Blut. Mann, Alter. Ich weiß, das habe ich auch gedacht.
gehorcht mir nicht. So eine Scheiße hier. Warum klappt das jetzt auf einmal? Meine Mutter hat sich erst verletzt. Mann. Die Schemenkraft. Geh drauf! Boah! Verdammte Schlampen, ey. So, Tick City, wir haben es erreicht und ich muss den Part wenden. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir nicht gegen Renalata kämpfen, sondern wir werden wahrscheinlich die Turmruine besuchen und noch ein bisschen trainieren, weil der Renalata hat es in sich. Also Leute, tschüss und tschüss.